Wo sind Sie gewesen? Bei meiner Mutter. Und wie geht es ihr? Und verändert. Sie kann sich nicht mehr an mich erinnern. Nun, das überrascht mich nicht. Sie sieht sie nicht mehr oft. Würden Sie auch über mich schreiben? Ich weiß es nicht. Das hat sie noch nie gefragt. Und? Ich habe sie gehört. Im Radio. Kennt sie die Theaterstücke? Woher denn? Sie weiß ja nicht mal, wer sie ist. Das ist das, was Sie denken. Sie benutzen Ihre Mutter. Ich würde mich an Ihrer Stelle furchtbar schämen. Das kann sie nicht sagen. Nein, aber warum sollte sie nicht? Wir schreiben andauernd über Sie, auf die eine oder andere Art. Sie benutzen Ihre Mutter. Schriftsteller tun sowas. Bin ich die Nächste? Ich vermute ja. Na, jedenfalls, jetzt wo Sie da sind, ich müsste einiges einkaufen. Sie sollten das selbst tun. Versuchen, mehr zu laufen. Ich laufe sehr wohl. Sehe ich aber nie. Natürlich nicht, weil Sie mitten in der Nacht nie da sind. Ich brauche Batterien und Brausebonbons. Hey, Mr. Bennett? Ja? Hätten Sie Lust, mich die Straße hinaufzurollern? Hm? Offen gesagt, ganz und gar nicht. Das reicht. Drehen Sie mich um. Drehen Sie mich um. Ja, ja. Vorsicht! Geht's Ihnen gut? Ja, ich schon. Wenn Sie wollen, dann mache ich Ihnen eine Tasse Kaffee. Nein, ich will nicht, dass Sie sich so viele Umstände machen. Ich würde nur eine halbe Tasse nehmen. Oh, ich muss zur Messe.